Andy Times 2. Nee, das ist schon die nächste, die übernächste. Also ich brauch. S18. Warum S17 und dann direkt S18? Ah nee, da, ach, A18. Okay. Ja, A18. Battle Mystery müsste die heißen. Oder irgendwie so. Genau. Okay. Day One. Move your North Cruiser 1 North 5 East. North Cruiser 1 North and 5 East. Move your remaining Cruiser South. Ich gehe mal davon aus, dass das damit gemeint ist. Ja, wenn da nichts drauf steht. Dive your North Sub 1 North and 3 East. North Sub 1 North and 3 East. Ja. Okay. Dive your remaining Sub 2 East and move your battleship 3 North to East. 1, 2, 3, 1, 2. So, dann load haben wir your mid tank and rocket launcher into the north lander and move it 3 east and dropping the mid tank east rocket launcher and south. Mhm. So, load the, a tank into your remaining lander and move it 4 east to north. Das wäre dann hier. Okay. Das war's dann. Der traut sich echt was. Wieso? Greift er einfach mit dem U-Boot einen Kreuzer an? Attack the sub with your cruiser from the east. The sub with cruiser from east, yep, das haben wir hier schon. The battleship with your sub from north and rocket launcher. Battleship with sub from north and rocket launcher, okay. No. Drake Seeeinheiten halten für mich immer noch viel zu viel aus hier. Der hat plus 2 Deckung auf alle Seeeinheiten. Das ist seine Day-to-Day-Ability. Move. Warte, warte, Launcher. Move your East Lander 1 North 5 East. Der East Lander ist der hier. 1 North und, wie viel? 5 East? Moment. Lander noch auf. Ja, genau. And attack the sub with your cruiser. From the East and sub from the West. Move your battleship 4 east and 1 south. Hatte? Yep. Your mid tank 1 south east and your remaining lander 1 north 3 east. Dropping the tank south. Mhm. Sonst nix mehr, ne? Ja. Day 3. Use your core power. Ja, liebend gerne. Gerade nach dem Tsunami. Attack the mid tank with your rocket launcher and mid tank. Mid tank, I don't know. Wenn er beim Guide wenigstens. Also jetzt ist steht das bei mir kurz. Das Bild steht. Was steht denn als nächstes drin?
Move your east cruiser 4 east to south. The east cruiser is der da hinten. 4 east und 3 south. Move your east cruiser 4 east to south. 4 east to south, okay. Yep. And attack the battleship with your battleship and sub from the north. Hast du? Ja, yep, bin dabei. Das Bild steht nämlich gerade bei dir. So. Aber ich hab's soweit. Move your tank 1 south 3 east. 1 south und 3 east, das ist hier. Okay, das war's dann auch schon, wenn ich drauf. Day 4. Attack the artillery with your tank from the north. Move your east cruiser 3 south, your rocket launcher east, and attack the battleship with your sub from the north. And cruiser 3 south, was? Move your east cruiser 3 south. Ja, den hab ich. Your rocket launcher east. Rocket launcher east, yep. And attack the battleship with your sub from the north. Mhm. Day 5. Okay. Na gut, ich, den Rest kann ich mir denken. Aha. Fertig. Ging ja nur darum, dieses Landeboot zu versenken. So, jetzt kommt Andy Times 2. Und das machen wir mit Sammy. Wieso heißt es dann Andy Times 2? Weil es hier einen Andy-Klon gibt. Der diesen Krieg mehr oder weniger ausgelöst hat. Okay. So. Sammy. Day 1? Moment. Jetzt haben wir Day 1. Load your lander with a mech and infantry, then move it north. Load your transport copter with an infantry and move it east. Move your rocket launcher 1 west to north. 1 west to north, das haben wir hier. Your mid tank north. Dive your sub for north and move your battleship north. So. Dann mach mal, Eagle. Die Mission ist eine der most random Missionen, die es gibt, weil man sich hier auf die KI von Eagle verlassen muss. Der hilft einem hier nämlich. Okay. Okay. Andy kommt gleich mit dem Supertuning. Hängt die Übertragung eigentlich immer noch? Ja. Okay. Mache ich mal nach der Mission, dass wir die wieder anmachen. So, Day 2. Move your transport copter for east 3 north.
Attack the battleship with your sub. Von welcher Seite? Oder steht es nicht dran? Steht da nicht dran. Dann ist es egal. Move your battleship for north and your lander to east. Ah ja, jetzt ist, geht's grad weiter. Aber ja, gut, scheint gut halt. Okay, sonst noch irgendwas? Nee, das war's. Oh, Igel ist kaputt. Aber es läuft soweit nach Plan. Day 3. Move your transport copter north and drop your infantry north. Jupp, das haben wir. Attack the battleship with your sub. Move your battleship to north 3 east and move your lander to north 5 east. To north, drop the battleship to north kann ich nur maximal 2 east machen, aber... Hä? 3 east and... Naja. Machen wir es halt so weit wie es geht und den Lander... Move your lander to north 5 east and drop the mech east. Ich, die Mission north. Dürfen wir nochmal neu starten. Warum? Es war wahrscheinlich beabsichtigt, dass Eagle dieses Battleship irgendwann mal so weit anschießt, dass ich das mit dem Sub hätte zerstören können, dann hätte das Ganze nämlich auch funktioniert. In der Mission kann schon mal standardmäßig deswegen viel schief gehen, weil man Eagle als Verbündeten hat. Und Eagle ist sowieso die most random KI, die es in diesem Spiel gibt. Also, nochmal, Züge kenne ich noch. Dann schieß mal was Sinnvolles runter, Igel. Und schon sind alle Bomber wieder unten. Ja. Also gut. Dann... Dann was? Probieren wir es einfach nochmal.
Schauen wir mal, vielleicht reicht es ja. Oh, das reicht. Okay, passt. So. Jetzt funktioniert das Ganze auch. Mhm. Wohin soll ich die Infanteries aus dem Länder danach rausdroppen? Moment. Beziehungsweise welche wohin? Oh, der hat sich schon wieder beim Reich investieren. Waren wir nur nochmal? Wir waren bei Andy Times 2. Der ist schon wieder rumgescrollt hier. Wir sind bei Tag 3. Mit dem Lander war ich hier gerade unterwegs. Mich würde es nur interessieren, Infanterie oder Mech nach Norden? Ja, ich guck sofort. Oder? Also, Tag 3 sagtest du, ne? Ja. Es geht nur darum, ob die Infanterie oder die Mech nach Norden muss. Oder ob es egal ist. The Mech East, Infantry North. Okay. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir den hier kaputt machen müssen. Bitte? Warte mal. Attack the battleship with your sub and battleship. Use your core power. Attack the missile launcher with your mech from the west. Also das ist alles Tag 4, ne? Ja. Okay. Zum Glück ist er dämlich. Den Capture hätte er nämlich verhindern können. So. Zwei Missionen haben wir noch. Ach du Scheiße. Ja, die nächste ist ein bisschen länger.